Ja, JMS. Für was steht denn das J? Wisst ihr das, Kinder? J? Jesus, ja, natürlich. Jesus ist immer richtig. Jugend auch. Jugend, Missions- und Sozialwerk. 50 Jahre feiern wir dieses Jahr. Die Gemeinde ist viel älter, aus Egenhausen kommend, aber 1974 wurde das JMS gegründet. Auch der Altensteiger-Auftrag hat damit begonnen. Und das war auch immer etwas Übergemeindliches. Es ging dann nicht nur um die Ortsgemeinde, sondern Berührung hinein ins Land, aber auch international. Zusammenarbeit mit Jugend mit einer Mission haben wir schon gehört. Da waren dann auch die vielen Hauskreise, wo Gerhard letzte Woche erzählt hat, Gemeindegründungen in dieser Zeit, 70er, 80er Jahre. Und ich möchte heute Morgen etwas betreffend J wie junge Generation auch sagen, weil das war ganz wichtig damals, besonders ab den 70er Jahren schon, da gab es Kinderbus, Kinderzelt, davor gab es immer schon so Kinderwochen von JMS, da haben sich viele, viele Kinder, ja, haben Jesus kennengelernt und sich bekehrt. Und dann gab es nochmal so eine Nuance in den 80ern, in der Zusammenarbeit mit Jugend mit einer Mission, kam King's Kids auch hierher. Dale Kaufmann aus Hawaii, internationales, großes Werk, über 120 Ländern dann Stationen gebildet. Aber die Anfänge waren schon auch ein Stück mit hier in Altensteig, wo diese internationale Arbeit von King's Kids mit begonnen hat. Und Dale war hier gewesen und sein Ansatz, was er vermittelt hat, war, Kinder können sich nicht nur bekehren und so Jesus finden, sondern Kinder und Jugendliche haben eine Berufung von Gott. Gott will Kinder gebrauchen, Jugendliche gebrauchen. Sie müssen nicht warten, bis sie erwachsen werden, sondern Gott handelt in und durch ihr Leben. Und ich habe so einen kleinen Videozusammenschnitt. Die Bildqualität ist entsprechend 80er, 90er Jahre. Ich hoffe, dass ihr Dinge erkennt. Der eine oder andere wird sich vielleicht auch selbst erkennen, weil aus diesem Ansatz, King's Kids, sind hier die Orgelpfeifen entstanden, später andere Tanzgruppen, viele, viele Missionseinsätze sind in unterschiedliche Länder gegangen, wo Teenager, Jugendliche unterwegs waren, King's Kids, später Kooperation mit Normal Generation, More of God Camps hier im Haus, tausende junge Leute vom Land hier auch ankamen, Holy Spirit Night, einen kleinen Zusammenschnitt gucken wir an und dann gebe ich nochmal ein paar Details dazu. To the car.
Da wurde natürlich vieles sichtbar, so wo Kinder, Jugendliche getanzt haben, Botschaft verkündigt haben, Kreatives. Parallel sind dann in den 90er Jahren die Royal Rangers hier entstanden, Stamm 111. So für die, die nicht so gerne getanzt haben, eher so die Naturburschen, die rausgehen, ja, unterwegs waren. Und es waren starke 90er Jahre, ganz, ganz besonders auch im Kinder-, Jugend- und Teenager-Bereich. Orgelpfeifen, Living Stones, die Doorsteps sind entstanden in dieser Zeit. Und es war nicht nur hier, sondern es kamen viele, viele, hunderte, tausende Jugendliche für Jugendcamps hierher. Da waren die King's Kids Camps, Kinder, Familien. Und es ging immer auf Einsatz hinterher, ja, in Bus rein. Und man ging dann evangelisieren, hier in Deutschland, aber dann auch bis Spanien, Amerika, Asien, Europa-Tour, weiß noch einmal, sind wir mit einem Doppeldeckerbus 3 Wochen durch Europa gefahren mit 58 Teenagern in Paris, in Dänemark, im Legoland, Auftritte gehabt, Jesus bekannt machen. Ja. Und dann kam Normal Generation entstanden, hier die Band, die dann ja auch national aufgefallen ist. Und wir hatten hier die More of God Camps. Da waren dann die Camps, wo im Sommer 600 Jugendliche hier waren, 11 Jahre lang. Da war das Zentrum immer so bis zum Anschlag gefordert. Alle hier übernachtet. Ganz, ganz spannend sein. Es ging immer um Jesus kennenlernen, Berufung entdecken, als junger Mensch seinen Platz einnehmen, in der Dynamik auch mitstehen. Holy Spirit Night. Wir hatten dann hier von hier aus das King's Kids Netzwerk auch betreut. Es gab in Deutschland so circa 50 King's Kids Gruppen in verschiedenen Gemeinden, wie die Orgelpfeifen. Und wurde von hier aus ein Stück koordiniert, zusammen mit Schloss Hurlach. Und aus diesen ganzen Berührungen, diesen Netzwerken, ist dann irgendwann mal in der Zusammenarbeit mit Weinstadt die Holy Spirit Night dort entstanden. Die war lange immer in Weinstadt, ein großer Jugendgottesdienst, hatte das Motto laut, voll, heiß, spät. Ja. Es war echt laut, war immer voll, es hat selten vor Mitternacht geendet, an der Stelle, wo viele, viele Jugendliche kamen. Die ging dann 2002 on Tour, die Holy Spirit Night, nicht nur in Weinstadt, sondern ging dann in verschiedene Gemeinden und war 2002 bei uns gewesen hier und wir wurden völlig überrannt. An dem Abend, Holy Spirit Night, kamen 2000 Leute hierher und die haben wir nicht reingekriegt. Ja. Und unsere Techniker damals haben ganz spontan im Versammlungssaal eine Übertragung gemacht. Hier drin waren, glaube ich, 1400 Jugendliche und dann 300 im Versammlungssaal, die per Video dabei waren und der Rest ging ins Café Fresh. Ja. Die nicht mehr hier reinkamen. Ja. Ganz, ganz spannende Zeiten. Das war dann so ein Holy Spirit Night Netzwerk, wo man auf Tour war, unterwegs war. Die war in Stuttgart im Gospelforum, in Ulm, in Weinstadt, hier bei uns an unterschiedlichen Orten. Richtige Dynamik auch drin. Junge Menschen, die Jesus kennenlernen und mit ihm unterwegs sind. Kindercamps sind dann auch daraus ganz stark mit entstanden. Es gab hier Kindertage, einmal oder zweimal Kinder beten für die Welt, war der kurze Ausschnitt, wo die Kinder hier im Lobpreis waren. Da war die Halle voll, 450 Kinder, die stundenlang für verschiedene Länder der Welt gebetet haben, waren Missionare da, haben berichtet. Da war richtig Dynamik. Und ich denke, viele, die heute hier sind, ein bisschen älter geworden inzwischen, haben darin etwas erlebt und J vom JMS steht natürlich für Jesus, aber auch für Jugend. Junge Generation ist uns auch für das Kommende wichtig. Und wir freuen uns über einen großen Royal Ranger Stamm, wo jede Woche viele, viele, viele Teams zusammenkommen. Wir freuen uns über Kindergottesdienst, über Popcorn, über die Jugendarbeit, Teenie-Arbeit und auch Highlights, die es immer wieder gibt. Ja. Gerade auch die Jugendcamps, heute nennen sie sich Glory Camps. Davor war es Deeper Camp oder ja, ganz unterschiedliche Namen. Es ging immer um selber. Jesus kennenlernen, Berufung entdecken und damit die Welt berühren. Das ist ein kleiner Ausschnitt so aus der Phase 90er und 80er, 90er und später. Soweit mal von mir.